Heiltrank gegen Furunkel, Mega Power Trunk, oh, Mega Power Trunk. Im Duell verwendbar Schlafmittel, Unkrautvernichtungstrank. Das lernt man im ersten Jahr? Also Furunkel ist ja nicht schlecht, das gegen Pickel. Mega Power Drink, das ist wahrscheinlich einfach, dass du mehr Energie hast, okay? Schlafmittel im ersten Jahr, das ist doch gefährlich. Unkrautvernichtungsmittel. Feuerspucken im zweiten Jahr. Stärkungstrank, ist das was anderes wie Mega Power Drink? Feuerschutz? Na ja, klar, du lernst Feuerspucktrank und dann das Gegenmittel dazu, dass du dich dagegen schützt. Schwelllösung. Okay, was ist das? Du kannst Schwelllösungen noch nicht lernen. Ja, das ist mir klar, ich will wissen, was das ist. Was lernt man denn im dritten Jahr? Gegenmittel für häufig verwendete Gifte. Oh. Haben wir denn Gifte schon? Okay, man lernt erst das Gegengift lernen. Einen Wachtrank, dass man wach bleibt. Toxizid, das ist ein Gift. Vergesslichkeitstrank, Plappertrank. Interessant. Das müssen wir auch noch lernen, alles. Also nicht nur die Zaubertränke, sondern auch die Zaubersprüche. Beruhigungstrank, okay. Schrumpftrank, das ist interessant. Uidosoros, Uidosoros. Ja, eine Erklärung wäre nicht schlecht. Aufpäppeltrank, was ist denn der Unterschied von Aufpäppeltrank zu Mega-Power-Trank und Stärkungstrank? Ich glaube, Aufpäppeln ist mehr für Tiere, na. Man päppelt eigentlich ein geschwächtes Tier. Verschönerungstrank. Okay. Alterungstrank. Skillywox. Skillywax. Okay. So, hier machen wir mal eine kleine Pause. Gleich geht's weiter. So, Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, herzlich willkommen hier zu dem Spiel Harry Potter Hogwarts Mystery. Und wir sind hier im Klassenzimmer für Zauberkunst. Und da gehen wir jetzt mal rein hier. Wie ihr seht, es ist alles sehr spartanisch eingerichtet, was mich ein bisschen wundert. Also es sind wirklich Holzbänke hier, nicht mal Kissen, gar nichts. Auch hier die Rückenlehnen, eigentlich sind das gar keine Rückenlehnen. Das heißt, die Schüler haben nicht mal Rückenlehnen. Und alles aus Holz. Hier, das scheint ein Kamin zu sein, der ist nicht mal an. Scheint also irgendwie Sommer zu sein oder was. Sonst wäre hier auch noch ein Feuerchen an. Und auch hier sehen wir, die Fenster sind eigentlich geschlossen. Ja, man hätte ja auch hier die Fenster so richtig aufmachen können. Hier diese ganze Wand hier hinten hätte man aufmachen können, damit die Schüler rausschauen können. Und selbst die Fenster, da kann man eigentlich auch nicht rausschauen. Also, ja, ich weiß nicht, das ist alles schon sehr eingeschlossen. Ja, ich kriege da fast ein bisschen Platzangst. Und wir haben uns jetzt im letzten Teil haben wir uns angeschaut, die Zaubersprüche, was wir so alles lernen können. Und das war wirklich sehr interessant. Und wir sind im ersten Jahr im Kapitel 2. Lerne den Heiltrank gegen Furunkel. Das haben wir ja uns im letzten Teil angeschaut, nämlich welche Heiltränke oder welche Zaubertränke, muss man sagen, weil ja, ist jetzt ein Furunkeltrank ein Heiltrank? Warte, ist das Rowan? Merula. Oha. Gib es zu, das kann ich nicht tun. Ich finde die weiße Brille so toll. Sag, dass ich die mächtigste Hexe in Hogwarts bin. Das ist ein Mädchen. Lilane Augen, wow.
Das ist theoretisch unmöglich. Ich habe diverse Listen der mächtigsten Hexen in Hogwarts anhand verschiedener Faktoren zusammengestellt. Es ist lustig. Ich habe diverse Listen der mächtigsten Hexen in Hogwarts anhand verschiedener Faktoren zusammengestellt. Du bist schwächer als Professor McGonagall, Professor Sprout, Madame Hoch, Madame Pomfrey, jeder einzelne Siebtklässler. Du bist eine Erstklässlerin, genau wie ich. Du bist ein Erstklässler, genau wie ich. Ich bin überhaupt nicht wie du. Okay. Du hast soeben Attributspunkte verdient. Es gibt drei Attribute. Tapferkeit, das ist hier oben mit dem Schild. Dann Empathie, das ist das Herz und natürlich das Buch des Wissen. Tapferkeit, Empathie und Wissen. Keine Ahnung, warum die mächtigste Hexe in Hogwarts einen Erstklässler niedermacht. Vielleicht hat sie ja Selbstzweifel. Oha, das ist gut. Für wen hältst du dich? Nils kann sich damit rühmen, ein ausgezeichneter Zauberer zu sein. Professor Flitwick meinte, er hat den besten Lichtzauber unter allen Erstklässlern gezaubert. Nils, jetzt weiß ich, wer du bist. Also ganz ehrlich, anstatt sich mit Merula sofort zu verbünden, weil sie ja richtig, richtig clever anscheinend ist, streiten sie jetzt mit Merula rum, anstatt sich mit ihr zu verbünden. Du bist Nils Historian. Dein Bruder hat den Verstand verloren und Schande über sein Haus gebracht. Ist von der Schule geflogen und wurde nie wieder gesehen. Du gehörst nach Hufflepuff. Ja. Wer bist du? Merula Snaith. Erstklässlerin und Slytherin. Und die beste Hexe in Hogwarts. Die Lehrer haben beim Fest über dich geflüstert. Du glaubst wohl, du wärst besser als ich. Ich sollte dich von deinem Elend erlösen, bevor du deinem Bruder nacheiferst und Ärger in Hogwarts machst. Es ist schon erstaunlich, wie Menschen sich über andere Menschen erheben. Ich möchte keinen Ärger. Also verspotten. Ich würde mich versuchen, mit ihr zu verbünden. Deine Attributswerte beeinflussen deine Freundschaften, deine Rivalitäten und deinen Erfolg auf Hogwarts. Lass uns darüber reden, wir können Freunde sein. Genau das ist es, Leute. Man kommt im Leben nur weiter, wenn man Freunde hat und nicht, wenn man sich mit jedem gleich rumstreitet, selbst wenn man in Recht ist. Denkst du etwa, ich möchte dich als Freund haben? Du bist wirklich so verrückt wie dein Bruder. Oha, jetzt kommt der große Professor Snape. Historian, ich wusste, dass Sie Ärger machen werden. Professor Snape. Merula hat meinen Freund schikaniert, Professor. Ab in den Zauberunterricht. Seien Sie froh, dass Sie nicht nachsitzen müssen. Danke. Nils, dass du mich verteidigt hast. Ach, guck mal, da hinten ist ein Kobold. Ich war nie besonders stark oder gut darin, Freunde zu finden. Ich bin froh, dass wir zusammen in Hogwarts sind. Hast du gehört, was Merula gesagt hat? Warum sollen die Lehrer über mich sprechen? Keine Ahnung, aber lass uns in Zaubertränke gehen. Wir haben schon genug Ärger. Jetzt kommt also hier der große Unterricht bei Mr. Snape. Ja, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das hier?